Mein Schlaganfall, das war in der Nacht vom 30. September auf 1. Oktober im letzten Jahr, also vor 9 Monaten und ein paar Tagen. Nicht mehr so viel Geschirr zerbrochen daheim. Ich esse gern Salat und Rohkost und so Sachen, oder? Und das da halten und schneiden, das ist mir alles runtergefallen. Das ist halt auch nicht so hygienisch, oder? Aber das funktioniert jetzt. Ich kann die Radieschen oder den Salat halten und schneiden und das funktioniert. Ich kann wieder Auto fahren, ich kann wieder Rad fahren. Macht aber Spaß, wenn man selber merkt, da kommt was raus. Da tut sich was. Für mich hat sich das Leben ja schlagartig wieder geändert. Da im Zug drin sitzen und halt beim Laufen da, wenn es holprig ist, da Schwierigkeiten haben. Es ist eine harte Partie. Selbstständig sein, ein Leben auf eigenen Füßen und mit eigenen Händen, das ist schon etwas komplett anderes, oder? Das ist so lange Zeit überhaupt nicht gegangen, oder? Und denen halt so solche Sachen oder so raus und ja. Und eben schwimmen. Jetzt das erste Mal. Gestern war ich schwimmen bei der Freundin im Pool. Ich habe mir dann mit Schwierigkeiten gedacht, ja, vielleicht 10 Längen und dann 30 waren es am Schluss. Ja.